Mein Name ist Benjamin Jaworski und normalerweise reise ich durch die ganze Welt. Aber die nächsten Tage bin ich in Hamburg unterwegs und suche nach interessanten Motiven zum Fotografieren. Und ihr seid mit dabei! Ich bin das erste Mal in Hamburg, die zweitgrößte Stadt Deutschlands. 1,8 Millionen Einwohner. Viel Verkehr. Deshalb fahre ich mit der U-Bahn. Ich bin gespannt, was mich die nächsten Tage alles erwartet. Die Menschen, die Stadt, die Landschaft und natürlich der Hafen. Das wird eine Herausforderung. Meine erste Haltestelle, der wohl heißeste Ort der Stadt. Seit über 100 Jahren wird auf der Veddel Kupfer in Reinform hergestellt. Die Anlage ist das größte Kupferwerk Norddeutschlands. Als erstes brauche ich Schutzkleidung. Sicherheit wird hier groß geschrieben. Jede Unachtsamkeit kann fatale Folgen haben. Immerhin herrschen in den Hallen teilweise Temperaturen wie in einem Vulkan. Markus Zuber holt mich ab und zeigt mir die Wege. In der ersten Halle wird das Metall erhitzt und gefiltert. Dabei wird das Kupfer herausgeschmolzen und in riesigen Kesseln weitertransportiert. Es ist höllisch heiß und ohrenbetäubend laut. So, was ist das jetzt hier? Das ist der Ofen? Ja, das ist ein Kupferkonverter. Okay. Und der verarbeitet eine Menge von 300 Tonnen Kupfer in jeder Charge. Innerhalb von 7 Stunden. Ist hier unter... Lustig ist ja die Fratze, die da oben drin ist. Ich hatte damals die Schlosser angewiesen, ein paar Lüftungsschlitze einzubauen. Ist hier unter mir auch gerade was am Laufen? Nee, das ist einfach nur so heiß, ne? Von dem Ofen, der hier das strahlt. Das ist die Prahlenflamme, genau. Der Kupfertransport beginnt. Ich versuche, so nah wie möglich heranzukommen, was bei der enormen Hitze keine leichte Aufgabe ist. 1200 Grad hat dieses Kupfer, was da gerade reinfließt. Ich habe so meine Probleme mit der Belichtung, weil das natürlich sehr hell ist. Alles andere ist sehr, sehr dunkel. Ich taste mich langsam an die richtigen Einstellungen der Kamera. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Boah, diese Hitze, wenn man das fühlen könnte im Fernsehen. Das ist so heiß, was hier gerade rauskommt. Alles passiert wahnsinnig schnell. Ich nehme deshalb meine zweite Kamera zur Hand, um sicherzugehen, dass ich alles einfange. Der Kessel wird angehoben. Er wiegt 40 Tonnen, so viel wie ein LKW. Der Inhalt: flüssiges Kupfer. Heiß wie Lava. Er zieht direkt an meiner Kamera vorbei. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen. Das wird mir jetzt ein bisschen zu heiß hier. Die Maschinen sind gigantisch groß. Das wird mir erst so richtig bewusst, als ich den Mitarbeiter neben dem Wasserfall aus Kupfer durch meine Kamera sehe. Wir gehen weiter über das riesige Gelände. Auf mich wartet die nächste Herausforderung. Das grüne Feuer des Anodengießrades. Das Kupfer wird zu Platten verarbeitet. Und jetzt brauche sogar ich einen Hitzeschutzanzug. Ohne ihn ist es unmöglich, ans Feuer zu kommen. Eine Extremsituation, nicht nur für mich, sondern auch für die Kamera. Das war auch bis jetzt noch keine Challenge, die ich jemals hatte, ja, wo mir jemand gesagt hat, wenn du zu lange belichtest, dann wird deine Kamera schmelzen, mein Freund. So, aber das wird jetzt so sein, deswegen probiere ich maximal 5 Fotos zu machen. Ich muss mich wieder selber sehr beherrschen. Aber mal gucken, was das Material aushält. Bis auf 3 Meter komme ich an die lodernden grünen Flammen heran. Das Kupfer läuft unter mir in Formen. Es ist unglaublich heiß. Damit ich besser sehen kann, habe ich auf eine Schutzmaske verzichtet. Ein fataler Fehler. Ich muss abbrechen. Ich versuche es erneut. Diesmal mit einem Sichtschutz. Mit eingeschränkter Sicht taste ich mich langsam nach vorne, stelle mein Stativ auf und belichte eine halbe Sekunde. Mehr geht nicht. Sonst schmilzt meine Kamera direkt vor meinen Augen. Meine Kamera ist immer noch richtig, richtig warm. Ich habe zwischendrin die Kameras mal gewechselt, mal Langzeitbelichtung, mal Kurzzeitbelichtung. Sehr, sehr spektakulär. Sehr anstrengend, körperlich. Respekt an die Jungs, die das hier jeden Tag machen. Natürlich auch die Mädels. Ich werde jetzt noch ein paar andere Winkel hier suchen. Aber erstmal kurz an die frische Luft. Mal kurz ein bisschen abkühlen. Das Kupferrad hat mich geschafft. Präzisionsarbeit von Mensch und Technik. Ich muss immer wieder aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. Meine Kamera macht Gott sei Dank bis zum Ende mit. Ein ungewöhnlicher Härtetest für Mensch
und Material. Eigentlich ist eine Kamera sehr widerstandsfähig. Das Einzige, wo eine Kamera Probleme mit hat, ist Feuchtigkeit, vor allem Salzwasser und natürlich hier sehr, sehr große Hitze. Aber eigentlich kommt man in so eine Hitze mit 1200 Grad wie hier niemals in Berührung. Spektakuläre Bilder. Was für eine Anlage. Bereits mein erster Stopp in Hamburg hat mir alles abverlangt. Nach diesem Abenteuer habe ich erstmal Hunger bekommen. Nicht weit weg vom Werk gibt es was zu essen. Hier geht die halbe Belegschaft vom Kupferwerk hin. Auf der Karte Backfisch mit Pommes oder Kartoffelsalat. Das war's. Ist klar, was ich esse. Ja, ich nehme einmal Backfisch mit. Ja, gerne. Kartoffelsalat? Ja, gerne. Ja. Super. Nee, erstmal nicht, das passt. Ja, ich bin hier auf der Veddel und das hier ist die älteste Fischgaststätte, die es gibt in Hamburg. Und den Backfisch gibt es seit 1932. Natürlich ist er frisch zubereitet heute worden. Und den werde ich jetzt gleich essen. Mal sehen, wie er schmeckt. Hamburger Purismus. Kein Schnickschnack auf dem Teller. Und schmecken? Tut's auch. Anschließend bleibe ich südlich der Elbe und laufe Richtung Finkenwerder. Das erste Mal Hamburger Schiedwetter. Hat auch seinen Reiz. Man denkt ja oft, bei so einem Schiedwetter hier kann man nicht anständig fotografieren, aber das stimmt nicht. Denn besonders wenn es regnet, bieten sich Motive, die man sonst nicht hat. Nämlich alles, was das Wasser betrifft, wie zum Beispiel hier auf dieser Pflanze. Da treffen die Regentropfen drauf und sammeln sich auf den Blättern. Und diese Pflanze hier hat so einen Abperleffekt, so einen Lotus-Effekt, wie man das von diesen Pflanzen kennt oder auch von der Waschanlage zum Beispiel. Das heißt, die Tropfen bleiben da drauf. Und jetzt kann ich zum Beispiel mit dem Handy ganz nah rangehen. Jetzt gucke ich, dass ich einen großen Wassertropfen hinbekomme, weil der wirkt dann natürlich im Foto noch schöner. Und so kann ich mir ganz einfach meine eigenen Hintergrundbilder machen, für Smartphone oder auch für den Computer. Und das, obwohl das Wetter richtig doof ist. So einfach macht man sich einen neuen Smartphone-Hintergrund. Nach einer kurzen Busfahrt komme ich im alten Land an. Schön ist's hier. Und das Wetter ist auch besser. Aus der industriellen Kulisse ist eine weite Landschaft geworden. Von Großstadt keine Spur mehr. Dafür jede Menge Obstbäume. Über die Grenzen Hamburgs hinaus. Wer hätte es gedacht, dass nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt Europas größtes zusammenhängendes Apfelanbaugebiet liegt. Und die ganzen Apfelbäume hier rings um mich herum sind gerade in vollster Blüte. Mal gucken, ob ich ein paar coole Fotos schießen kann. Solange die Sonne noch hoch steht, mache ich zum Beispiel Makrofotos. Denn wo es Apfelbäume gibt, sind Bienen und andere Insekten nicht weit. Zwar keine Biene, dafür aber so ein Schnakentier. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. In Berlin nenne ich das Schnake. Sitze hier gerade an diesem Blatt. Und was ich probiere bei Makroaufnahmen zu machen, ist nicht von oben so zu fotografieren, sondern so seitlich. Ja, schön nach unten gehen, auf eine Höhe quasi mit dem Tier und dann seitlich zu fotografieren, auf die Augen fokussieren. Ein schönes Insektenporträt machen. Die Zeit bis zum Abend habe ich so perfekt genutzt. Jetzt steht die Sonne schön tief und ich kann ein paar Apfelblütenfotos machen. Denn die Bäume selbst sind eher nicht so fotogen. Die Apfelbäume hier sind nicht so, wie man sie sich jetzt märchenhaft vorstellt, riesendicke Stämme mit prächtigen Kronen und so weiter, sondern es sind alles relativ kleine Bäume, die alle so plantagenartig hier in Reihe und Glied stehen. Deswegen für mich jetzt als Landschaftsfotografen nicht so spannend zu fotografieren. Ich probiere mich mehr auf so Detailaufnahmen ein bisschen einzuschießen und habe jetzt hier im Gegenlicht mit der untergehenden Sonne fotografiert. Das ist eine ganz coole Sache, weil man dann die Blume quasi von hinten anleuchtet durch diese Sonne. Und ich habe verschiedene Sachen gemacht. Einmal mit geschlossener Blende, dann wird die Sonne zu so einem Stern an der Blütenkante. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann habe ich auch noch probiert, die Blende ein bisschen weiter aufzumachen und zum Beispiel auch eine lange Brennweite mal zu benutzen. Und dann wird der Hintergrund komplett unscharf und man sieht nur diese paar Blüten schön freigestellt
und im Hintergrund ein schönes Bokeh. So nennt man das japanisch und bedeutet ja schöner Hintergrund eigentlich. Wenn das so richtig schön wischiwaschi ist und mit so ein paar runden Kreisen und so weiter, dann sagt der Fotograf immer, ein ausgezeichnetes Bokeh. Natur pur am Stadtrand. Die Bilder sind im Kasten und für heute ist erstmal Feierabend. Am nächsten Tag bin ich in Eppendorf unterwegs. Ich treffe mich mit Olaf Nies. Er hat mir versprochen, dass er mir Hamburg von einer anderen Seite zeigt. Vom Wasser aus. Hallo. Guten Morgen, Ben. Moin, Olaf. Hallo. Hi, schön, dich zu treffen. Wer ist das hier? Das ist Kaya. Das ist unser Diensthund hier für Nachsuchen. So, wenn ich es einmal weg habe, ist es weg, ne? Wir fahren mit dem Dienstboot von Olaf Nies. Hamburg ist durchzogen von kleinen Kanälen. Sie dienten früher als Überlaufschutz für das alte Abwassersystem der Hansestadt. Heute sind sie Anziehungspunkt für jede Menge Wasservögel. Und mit einem kennt sich Olaf besonders aus. Wir sind in einem Seitenkanal der Alster und eigentlich kommt man hier gar nicht hin. Aber wir fahren jetzt hier mit dem Boot und schauen mal, ob wir ein paar Schwäne entdecken. Und Olaf hat mir erzählt, dass es auch ein paar Schwanennester gibt. Und ich bin mal gespannt, ob da jemand drin sitzt. Das sind schon ein paar schöne Häuschen hier. Ja, das sind schon mit die coolsten Ecken hier. Und das ist natürlich das Interessante an der ganzen Geschichte. Moin! Man sieht die Stadt jetzt mal von einem ganz anderen Blickwinkel. Ja. Ne? Wenn man so draußen auf der Straße unterwegs ist, dann sieht man in Anführungszeichen so diese Unruhe, dieses Lebendige, dieses Brodelnde der Stadt. Und wenn man so auf dieser Seite mit mal guckt, dann sieht man, wie tiefenentspannt das Ganze hier ist, wie ruhig, dass es mit mal in einer ganz anderen Welt hier stattfindet. Ne? Und das ist natürlich was total Interessantes. Und ich meine, der Blick ist ja nur auch mit nichts zu bezahlen. Ne? Das ist ja nur auch wirklich total toll. Hamburg hat übrigens über 2500 Brücken, fast sechsmal so viel wie Venedig. Wir fahren in Richtung Außenalster, Naherholungsgebiet für den gestressten Großstädter und Arbeitsplatz von Olaf Nies. Das Hamburger Schwanwesen geht zurück und gründet sich so im 11. Jahrhundert. Okay. Die Planstelle, die ich heute innehabe, die stammt aus dem Jahre 1674 und dürfte damit wohl eine der ältesten Behördenplanstellen überhaupt sein. Ja. Und unsere Zuständigkeiten sind natürlich zum einen die Hamburger Alsterschwäne, ganz klar, da ist das Ganze draus geboren. Aber wir sind eben auch fürs gesamte Wildtiermanagement in Hamburg zuständig. Also wenn es zu Unfällen zum Beispiel, was weiß ich, mit Hirschen im Hafen kommt, Wildschweine, die sich hier sogar an die Alster hin verirren oder Seehunde, die irgendwie in Not geraten, kleine Heuler oder ähnliches. Das sind alles Sachen, die eben übers Schwanenwesen gemacht werden und abgewickelt werden. Wie nennt man deine Stelle? Schwanenbeauftragter oder Schwanenwesensobervorsteher oder irgendwie sowas? Wie heißt das korrekt? Also die liebevolle Bezeichnung der Hamburgerinnen und Hamburger ist der Schwanenvater. Okay. Meine reguläre Dienstbezeichnung ist Revierjagdmeister. Ich stamme also aus dem Fachbereich der Berufsjäger raus, eben aufgrund der Anatomie, Wildkrankheiten, Rechtskunde etc. Und wie bin ich dazu gekommen? Mein Vater war 46 Jahre lang mein Amtsvorgänger. Und ich habe dann erst noch was so im kaufmännischen Bereich gelernt, merkte aber, dass es dann nicht so mein Bereich ist und habe dann eben noch mal 6,5 Jahre Berufsausbildung hier hinten dran gehängt, um diese Dienststelle eben übernehmen zu können. Das heißt in Familienhand? Seit zwei Generationen in Familienhand. Das ist schon ordentlich hier in Hamburg. Das heißt, du bist ein Hamburger Urgestein hier und auch dein Beruf gibt es eigentlich nur in Hamburg, oder? Gibt es noch in einer anderen Stadt in Deutschland? Also in Deutschland gibt es das in keiner anderen Stadt, so traditionell gewachsen in der Form auch nicht. Die einzigen, die noch so ganz grob was Ähnliches haben, sind beim englischen Königshaus. Okay, krass, da kannst du ja mal einen Austausch machen, ne? Mit England. Ja. Mal gucken, wie da die Schwäne drauf sind. Cool. Ein paar Meter weiter finden wir ein Schwanennest, versteckt am Ufer, aber vom Boot aus gut zu erkennen. Das ist schon ziemlich cool, so direkt neben so einem Park, der super belebt ist. Jogger laufen lang, Fahrradfahrer fahren vorbei. Hier auch überall Boote auf dem Wasser unterwegs. Und hier sitzt die Schwanenmama auf ihren Eiern und brütet sie schön in der Sonne aus. Und ich habe hier perfekten Blick und kann hier super schön mit freier Sicht fotografieren. Vom Wasser sieht es aus,
als wären wir mitten in der Natur. Olaf Nies hat mich wieder am Ufer abgesetzt, denn mein Weg führt Richtung Innenstadt. Ich bin jetzt hier an der Binnenalster angekommen. Im Hintergrund die Brücke mit der riesigen Fontäne vorne dran. Eben war noch strahlender Sonnenschein, jetzt der Himmel zugezogen und es fängt an zu tröpfeln. So ist das in Hamburg. Vor dem Rathaus gibt es noch mehr Schwäne. Und ich habe die Möglichkeit, sehr nah an die großen Vögel zu kommen. Ein paar Treppen führen mich direkt ans Wasser, wo sich ein Dutzend Schwäne tummeln. Neugierig schwimmen sie auf mich zu. Damit sie sich nicht zu sehr erschrecken und ich eine flache Perspektive bekomme, lege ich mich auf den Boden. Sagt mir einer, wenn er mir gleich eine pickt von der Seite. Ich bin jetzt hier direkt neben dem Rathaus und hier sind ganz, ganz viele Alsterschwäne unterwegs und die sind konditioniert darauf zu kommen, denn die werden hier super oft gefüttert, auch wenn sie nicht gefüttert werden sollten. Aber deswegen sind sie sehr, sehr neugierig und kommen auch, ohne dass man sie füttert, sehr nah an die Kamera ran. Was ich also mache im Weitwinkel, denn es gibt so eine gute Tierfotografie-Regel. Wenn man wirklich nah rankommt, dann sollte man so nah wie möglich rangehen. Und wenn du denkst, du bist schon nah dran, geh noch ein Stückchen näher dran. Das heißt, ich gehe jetzt hier wirklich runter bis an die Wasserkante und fotografiere von hier unten im Weitwinkel den Schwan. Aber dafür muss der Schwan natürlich auch sehr nah dran sein. Das heißt, ich warte jetzt ein bisschen, lass sie von alleine ein bisschen näher kommen. Die sind sehr neugierig und dann mache ich ein paar coole Fotos. Bei Tieren ist es ja so, man muss darauf achten, wie sie reagieren und wie sie ihre Körpersprache nutzen. Und manche von den Schwänen haben so eine leichte Aggression. Die kommen dann so auf einen zu und machen ihre Federn so ein bisschen hoch. Das Wichtigste ist abwarten, Ruhe bewahren, keine hastigen Bewegungen. Deswegen liege ich auch einfach hier rum. Die kommen dann von ganz alleine auf einen zu, sind neugierig und denken so, was ist das für ein Typ, der hier rumliegt am Hafen? Den kenne ich nicht. Wollen erst mal wissen, wie kann man den einschätzen? Ist der eine Gefahr oder ist der cool? Und dann kommen sie nah ran oder so wie die Ente hier unten. Dann hält man langsam die Kamera und dann sieht man schon, die schwimmen jetzt weg. Das heißt, die haben eher Angst, als dass sie irgendwie was wollen. Jetzt kommt aber die ganze Familie hier, da muss man aufpassen. Das ist der berüchtigte Alsterschwan-Clan hier. Mit dem Weitwinkel bekomme ich die Tiere perfekt in die Stadtkulisse. Wildlife in Hamburg. Mission complete. Vom Rathaus sind es nur ein paar Schritte zum Hauptbahnhof. Und hier liegt mein nächstes Ziel. Aber nicht im Bahnhof, sondern darunter. Tausende von Menschen passieren hier jeden Tag den Hamburger Hauptbahnhof. Aber die wenigsten Leute wissen, was sich unter dem Hauptbahnhof befindet. Und das werde ich jetzt mal erkunden. Gut 10 Meter unter der Erde liegt eine verborgene Welt. Hallo. Moin. Ben, hi. Sören, grüß dich. Willkommen in den Hamburger Unterwelten. Ist ja eine abgefahrene Location. Du hast auf jeden Fall einen coolen Auftritt gerade hingelegt, muss ich mal sagen. Was sind das hier? Das sind Schutztüren, die zu diesem Schleusensystem gehören, damit die Menschen hier sicher reinkommen. Wird immer eine Tür auf und eine Tür zugemacht. Und das sind die größten und schwersten Türen, die jemals für den zivilen Luftschutz eingesetzt wurden. Jede von denen wiegt ungefähr eine Tonne. Nicht schlecht. Dann lass uns mal losgehen. Ich bin mal gespannt, was hier unten wartet. Die Anlage ist aus dem Zweiten Weltkrieg und wurde 1969 während des Kalten Krieges zum Atomschutzbunker umgebaut und ist sogar heute noch funktionstüchtig. Was war konkret der Plan mit dem Bunker? Wie lange sollte man hier drin sein oder wofür war der ausgelegt? Tja, der war ausgelegt, falls der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg werden würde, falls der Warschauer Pakt gegen die NATO kämpfen würde, dann würde es zu einem atomaren Ernstfall kommen. Das heißt, atomare Bomben würden irgendwo in Deutschland fallen und die Leute hätten hier drin Schutz gesucht. Und zwar die Reisenden, die am Hamburger Hauptbahnhof in den Zügen wären, wären aus den Zügen raus, in den Bunker hier rein und hätten dann hier 14 Tage nach einem atomaren Angriff Schutz suchen sollen. Das heißt, was machen Sie nach den 14 Tagen? Ja, man hat ungefähr 30 Stunden Zeit, um ein sicheres Evakuieren aus der Gefahrenzone zu ermöglichen. Danach bekommt man die ersten Symptome der Strahlenkrankheit und dann ist es ein Tod tatsächlich auf Raten. Das sind alles theoretische Pläne, denn den atomaren Krieg gab es Gott sei Dank niemals in Deutschland oder überhaupt nie auf der Welt. Man hat das alles theoretisch hier unten aufgebaut und sich erdacht. Wie ist es hier, wenn du abends alleine unterwegs bist in diesem Bunker? Ist es irgendwie so ein mulmiges Gefühl oder irgendwie schon mal komisch gewesen, dass irgendwelche Türen geklappert haben oder sowas?
Also durch den Wind, irgendwelche Türen, die zugefallen sind, gibt es hier unten ja Gott sei Dank nicht. Aber tatsächlich ist es doch ein bisschen geisterhaft und ein bisschen mulmig im Magen, wenn man hier als Letzter rausgeht, das Licht ausmacht und dann tatsächlich weiß, hier kann niemand anderes drinne sein und man dann doch irgendwo sich einbildet, irgendwas zu hören. Also alleinig unten ist nicht schön, aber im Ernstfall wäre man auch nicht alleinig unten gewesen. Kann ich mich hier ein bisschen umgucken? Ja, gerne. Guck dich gerne ein bisschen um, entdecke die Hamburger Unterwelten. Abgefahren. Ja, viel Spaß. Danke. So. Auch ich habe ein mulmiges Gefühl, als ich alleine weitergehe. Es ist kalt und absolut still. Kein Windhauch, keine Spur von Tageslicht. Nur zwei Kochstellen für über 1000 Menschen. Ich komme mir vor wie in einer Legebatterie. Und langsam wird mir klar, was es bedeutet hätte, wenn ich hier unten in dem Bunker gewesen wäre. 14 Tage lang, immer abwechselnd pennen und sitzen und warten und pennen und sitzen. Ich glaube, da vergisst du völlig die Zeit. So, da weißt du gar nicht mehr, wo du bist, was du machst. Aber das wäre sowieso wahrscheinlich, wenn da so eine Atombombe runterkommt, dann ist eh erstmal alles, was du bisher gelernt hast, egal. Gut, dass es nicht so weit gekommen ist und dass man hier nicht drin schlafen muss. Aber ich bin ja auch nicht zum Rumliegen hier, sondern zum Fotografieren. Aber wo fängt man hier an? So viele Betten und das sieht doch alles gleich aus. So. Ich probiere so ein bisschen die Flucht zu fotografieren, so die Gesamtheit und die Enge der Betten so ein bisschen einzufangen. Hab dafür ein Stativ dabei, würde ich immer empfehlen, wenn man in so dunklen Räumlichkeiten unterwegs ist, einfach sicherheitshalber ein Stativ mitzunehmen. Man weiß nie, ob man verwackelfrei fotografieren kann, wie dunkel es tatsächlich ist. Und das funktioniert jetzt eigentlich hier ganz gut. Ich habe eine halbe Sekunde Verschlusszeit, einen relativ hohen ISO schon. Das würde aus der Hand nicht mehr funktionieren, dann wäre das Ganze dann verwackelt und unscharf. Und mit dem Blitz wirkt das einfach nicht so atmosphärisch, wie es jetzt wirkt vom Stativ. Überall gibt es Details zu entdecken, die es sich zu fotografieren lohnt. Wie eine Zeitreise, die mir zeigt, früher war doch nicht alles besser. Mensch, Sören, danke dir. Das war echt beeindruckend da unten und vor allem ein ganz schönes Labyrinth. Ich freue mich, dass du den Weg zurückgefunden hast. Ja. Um dir jetzt überhaupt noch mal zu zeigen, wo wir uns überhaupt befunden haben, ist es immer ganz nett, mal zu sehen. Wir sind direkt an Gleis 14 des Hamburger Hauptbahnhofs. Okay, da steht direkt der Zug. Ja, da steht direkt ein ICE, der nach Hannover runterfährt. Abgefahren. Ja. Aber da gehe ich besser nicht raus. Nee, besser nicht. Gut. Hier sind wir in Sicherheit. Dann mach's gut, mein Lieber. Alles Bis klar. bald und danke dir nochmal. Ja? Tschüss. Nach 2 Stunden sehe ich endlich wieder Tageslicht. Die Stimmung im Bunker hat mich ganz schön bedrückt und ich muss erstmal was essen. Was gibt's hier in der Stadt außer Backfisch? Klar, ein Hamburger. Wenn man in Hamburg ist, muss man natürlich auch einen Hamburger essen. Und die Sage besagt ja sogar, dass der Hamburger über ein Schiff mit Auswanderern nach Amerika gekommen ist. Jedenfalls in seiner Ursprungsform, damals noch mit 2 Brötchen und einem Stück Rindfleisch in der Mitte. Also nicht Hackfleisch, sondern einfach nur ein glattes Stück Rindfleisch. Und jetzt quasi über Umwege wieder aus Amerika nach Hamburg zurück hier auf den Tisch. Ich habe mir nicht irgendeinen Platz gesucht, sondern in der Nähe von einem Fenster. Hier ist eine riesige Fensterfront. Das Licht scheint hier schön auf diesen Burger und verschwindet so langsam in den Räumlichkeiten. Und hinten sind ganz, ganz viele Kerzen, Lampen oben an der Decke und die sehen dann natürlich schön im Hintergrund aus. Den häufigsten Fehler, den man nämlich macht, wenn man Essen fotografiert, ist in zu dunklen Räumen zu fotografieren. Und meistens in Restaurants, besonders abends, ist es halt dunkel. Das heißt, wo ich drauf achte, Licht. Denn da, wo Licht drauf kommt, da sieht es dann auch schön aus und appetitlich und hell. Und das will man ja haben.
Genug fotografiert, jetzt wird gegessen. Mein nächster Treffpunkt, die Speicherstadt. UNESCO-Weltkulturerbe. Auf mich wartet Susanne Prahl. Sie organisiert Führung und kennt die besten Plätze. Früher wurden in der Speicherstadt jede Menge Gewürze und andere Güter zwischengelagert. Einige sind heute noch präsent. Hier liegt der Kaffee wirklich noch auf dem Boden rum und Das ist doch mega. Also wo hast du das schon? Das heißt, jeder, der zu Hause eine Tasse Kaffee trinkt, der kommt wahrscheinlich von hier. Jede dritte Tasse Kaffee ist einmal hier durch den Hamburger Hafen gegangen, höchstwahrscheinlich, zumindest in Deutschland. Wenn du einen Container dir mit nach Hause nimmst, so einen kleinen, ne, so 20-Fuß-Container, und der ist voller roher Kaffeebohnen, diese kleinen Grünen sind das, die noch geröstet werden müssen. Da ist so viel Kaffee drin, dass wenn du jeden Tag 8 Tassen Kaffee trinken würdest, du musst dir jeden Tag 8 Tassen rausholen, die natürlich noch rösten zwischendurch, ne? Dann würde ein einziger Container so circa 2800 Jahre reichen. Ne? 2800 Jahre? Ja, glaubt man kaum. Ne? Und davon kommen hier 55.000 an, ne? Jedes Jahr. Im Jahr. Krass. Wahnsinnige Mengen. Ja, und das ist so spannend hier. Ne? Und hier wird es eben, spielt es auch immer noch eine Rolle. Ja. Vor 100 Jahren schon und jetzt immer noch. Zeit für das erste Foto in der Speicherstadt. Oft lohnt es sich, bei Gebäuden einen Blick nach oben zu werfen. Die Formen mit der Bewegung der Wolken wirken bei einer Langzeitbelichtung besonders imposant. Guck dir das mal an hier, Ben. Das ist doch wohl der Wahnsinn, ne? Voll, voll cool. Was ist das? Ein Schloss oder so? Ja, könnte man meinen. Das ist tatsächlich das Wasserschloss. Okay. Heißt aber nur Schloss, ist gar kein Schloss. Okay, was ist es? Heute ist es eine Gastronomie. Früher war da mal das technische Personal nachts, ne, als es hier noch Freihafen war. Ja. Ja, und jetzt ist es einer der spektakulärsten Punkte hier in der Speicherstadt. Ja, ne? Voll schön, mit diesen zwei Brücken, links, rechts. Hinten ist die Elbphilharmonie. Genau. Und das Gute ist, die Sonne geht ja irgendwo auch in dieser Richtung unter. Wir haben ein paar Wölkchen. Das heißt, meine Chance besteht, sagen wir mal so zu 70%, dass der Himmel noch richtig cool später wird. Das heißt, ich werde hier ein bisschen bleiben. Bestimmt 2 Stunden noch, bis die Lichter so ein bisschen angehen. So, das stelle ich mir jetzt vor. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Ne? Da will ich gar nicht länger aufhalten, weil das würde auf jeden Fall jetzt noch ein Weilchen dauern. Ich werde mich jetzt einfach mal hier positionieren, die Stelle markieren. Mach das mal. So Handtuch Mallorca-mäßig, mein Stativ hier hinstellen. Nee, und dann werde ich hier ein paar Bilder machen. Ich danke dir auf jeden Fall für die tolle Führung. Gerne. Hab viel gelernt über die Speicherstadt und auch über die Geschichte der Speicherstadt. Echt spannend hier. Ja, historisch. Viel Spaß noch. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich mich gedulden, denn fotografieren bedeutet ja malen mit Licht. Aber bis das perfekt ist, dauert's noch einen Moment. Ich warte jetzt, bis die ganzen Lichter angehen, sowohl in den Häusern an der Seite als auch in diesem Wasserschloss. Und vielleicht ist ja sogar die Brücke noch beleuchtet. Meine Vorstellung ist, dass sich das Ganze spiegelt unten im Wasser. Das wäre natürlich schön. Vorhin war der Himmel noch ein bisschen freier. Jetzt ist der Himmel schon so ein bisschen zugezogen. Sonnenuntergang ist in knappen 10 Minuten. Das heißt, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Sitzt so ein bisschen im Nacken. Aber ich habe mir schon so ein paar Locations hier angeguckt, wenn das Licht dann passt, und meistens passt das Licht nur für 2-3 Minuten so, wo der Himmel sich so ein bisschen noch färbt und das Licht so perfekt ist, dann werde ich hier richtig rotieren und probieren, aus allen Perspektiven, die ich mir vorher angeguckt habe, das perfekte Bild zu schießen. Für solche Aufnahmen ist ein Stativ Pflicht. Ich will länger belichten, ohne zu verwackeln, und es gibt noch einen weiteren Grund. Ich kann mit meinem ISO schön unten bleiben, und wenn der ISO unten ist, dann ist das Bild auch rauschfrei, heißt, gibt eine schöne Bildqualität. Das heißt, das ist so das Ding, was ich empfehlen würde, wenn man in so einer Situation hier fotografiert. So, jetzt gucke ich mit der Perspektive so ein bisschen. Stativ bedeutet auch immer, man ist ein bisschen langsamer, als man sonst ist, so aus der Hand. Aber es bedeutet auch, man ist ein bisschen bewusster beim Fotografieren, und das ist ja auch eine schöne Sache. Langsam gehen die Lichter an und die Speicherstadt zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Wenn ich mich zurückerinnere an den Moment, wo ich hier angekommen bin, das sind Weltenunterschiede, und jetzt ist die blaue Stunde. Das heißt, das Licht ist schön gleichmäßig. Was ich probiere hier zu machen, ist Framing. Das heißt, ich probiere mir einen Rahmen zu suchen. Frame heißt ja auf Englisch Rahmen. Das heißt, ich suche mir einen Rahmen um das Bild. Und hier diese Brücke
bietet sich wunderbar an. Das heißt, ich schaue quasi durch diese Brücke durch auf dieses Wasserschloss da hinten mit diesen herrlichen Leuchten. Das heißt, ich kombiniere das alles so ein bisschen. Und diese Stelle habe ich mir vorhin schon rausgesucht, als es noch hell war. Und das ist so der Trick, den ich mitgeben kann, sich wirklich schon rechtzeitig an einem Ort platzieren, gucken, was gibt es Schönes. Und jetzt ist das noch so ungefähr für, lass mich nicht lügen, 10 Minuten so, dann ist vorbei. Dann ist zu dunkel, dann ist die blaue Stunde vorbei, dann kommt die richtige Nacht quasi und dann ist schon vorbei. Ja, wenn ihr Fotos machen wollt bei Nacht, macht ihr in der blauen Stunde, also kurz davor. Die Speicherstadt bietet echt richtig tolle Motive, vor allem wenn die Lichter abends angehen und sich die ganze Stimmung so ein bisschen verändert. Ich habe richtig schöne Fotos hier gemacht und jetzt werde ich die Lichter der Nacht noch so ein bisschen für mich nutzen und zum Kiez weitergehen. Und hoffentlich ein paar coole Bilder machen. Früher war die Reeperbahn ein reiner Rotlichtbezirk. Heute ist sie Partymeile. Ich treffe mich mit Götz Bahner, ein richtiges Hamburger Original. Er lebt seit über 30 Jahren auf St. Pauli. Wenn du hier so Engelsflügel hättest, dann kann man auch denken, du bist ein Engel hier. Ne? Ja, die sagen ja immer zu mir so ein Schneeflocken. Gemeinsam laufen wir in Richtung seines Lieblingslokals. Auf dem Weg erzählt er mir, wie es früher war. In der Zeit, als die Zuhälter allein das Sagen auf der Reeperbahn hatten. Es war früher auf dem Kiez so, dass es bestimmte Gangs gab, die miteinander gearbeitet haben. Die haben sich eigentlich ganz gut miteinander vertragen. Spannend ist eigentlich die Geschichte, dass bis in den 70er und 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, Waffen keine Rolle gespielt haben. Es gab einen Herr Schulz, der hat interne Gerichte gemacht, wo dann Leute, die sich auf dem Kiez daneben benommen haben, auch verurteilt worden sind. Das dickste Ding war Kiezverbot. Ein legendärer Ort auf dem Kiez, die Ritze. Der Eingang ist unverkennbar. Das ist ein Lokal, was sich entwickelt hat, weil sie im Eros Center keine Gastronomie haben durften. Okay. War ja früher die Toilette und dann wurde das umgebaut zum Lokal, in diesem Falle zur Ritze, wo es drei Bereiche gibt. Das eine ist der VIP-Bereich, wo die internen Luden alle miteinander saßen. Dann gab es die normalen Gäste und unten ist der Boxkeller. Okay. Eine scharfe Story ist die, dass früher ganz in den 70ern hier die Luden mit dem Polizeiboxsportverein zusammen geboxt haben. Und dann ist einer von denen gestorben. Und dann haben sie zwei Kränze gelegt. Einmal von den Zuhältern und einmal von der Polizei. Das fand natürlich das Präsidium überhaupt nicht toll. Dann wurde das verboten. Oh, okay. Weil natürlich die Verbindung zwischen dem Milieu und so zwischen der Ordnungsmacht immer sehr heftig ist. Ja. Zeit für ein Bier in der Ritze bleibt aber nicht. Götz hat noch einiges vor. Er will mit mir in eine Transenbar. Was du gegenüber siehst, ist noch ein Travestie-Lokal. Weil immer der große Unterschied besteht zwischen Travestie, Drag Queen und Transvestit. Was ist der? Drag Queen ist eine Schwuler, der sich zu besonderen Angelegenheiten besonders rauskleidet. Wie eine Frau. Für Olivia Jones. Okay. Ja. Travestie-Show ist immer jemand, der sich auf der Bühne in das andere Geschlecht verwandelt, meistens Männer. Okay. Transvestit ist ein Mensch, der die Kleidung des anderen Geschlechts trägt, als Ausdruck seiner eigenen Identität. Okay. Götz mit seinem Pelz passt perfekt zum bunten Neonlicht der großen Freiheit. Und er macht sich echt gut als Model. Ja, sehr cool. Kommen wir mal näher. Na, da mal rein in die bunte Stube. So, upsala, komm gleich weg. Guten Abend, die Damen. Komm her, setz dich. Hallöchen. Ich möchte erst mal was bestellen, bitte. Ich hätte gern noch einen Sekt. Ich nehme ein Bier, bitte. So, wo sind wir jetzt hier? In der Monika Bar. Große Freiheit. Ich habe ja gesehen hier, die Straße ist ja eigentlich die, die man so kennt, ne? Wenn man Hamburg nicht kennt. Das heißt eigentlich gar nicht die Reeperbahn selbst, sondern das ist die Straße eigentlich. Große Freiheit, aber große genau. Freiheit ist Mythos. Ne? Okay. Das ist immer das, was gerne erzählt wird. Und die großen Sexclubs haben lange dicht gemacht. Mhm. Hier gehe ich gerne her, wie ich gesagt habe. Es ist einfach, ist klar, ist deutlich. Ich muss mich nicht verstecken. Und wenn ich hier mein Portemonnaie liegen lasse, weiß ich, dass ich es nächsten Tag wiederkriegen kann. Ja. Die Preise sind okay.
Ich fühle mich hier zu Hause. Ich kann schnacken, wie ich bin. Und ich kann sein, wie ich bin. Und das ist wichtig. Das stimmt. So, Mädels, moin, moin. Komm mal rüber hier ein bisschen, Mendert. Ein bisschen was los ist hier. So, zum Wohle. Ja, zum Wohle. Cheers. Zum Wohle. Cheers. Ne? Ja. Ja, wie war das erste Mal, als du hier reingekommen bist? Wie war oh, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe früher einen Laden gehabt, hier um die Ecke rum, 12 Jahre. Großhandel mit Schmuckproduktion. Und da habe ich Sonja, die Geschäftsführerin, kennengelernt beim Einkaufen. Und sagte, guck mal rüber, guck mal rein, habe ich das so gemacht. Ja, und dann ja, hat sich eigentlich durch das Leben ergeben auf St. Pauli. Nicht, dass ich das besonders gesucht habe. Ja, ich habe die Präser noch gar nicht drüber. Götz macht die Witzekiste auf und die Stimmung wird immer ausgelassener. Und keiner achtet mehr auf meine Kamera. Und genau so bekomme ich super Bilder. Mein Fototipp für alle, die Porträts machen möchten, die so ein bisschen emotionaler sind, die ein bisschen ehrlicher auch sind, so ein bisschen rauer auch vielleicht sind, ist Leute einfach erstmal wohlfühlen lassen. Ja, erstmal ankommen lassen, nicht sofort gleich drauf losknipsen, sondern erstmal ein bisschen sich unterhalten. Ja, die Stimmung ein bisschen lockern lassen. Und hier hat er jetzt gerade erstmal ein paar Witze erzählt. Die Stimmung war locker, alle haben herzlich gelacht. Das waren echte Emotionen. Wenn du jemandem sagst, lach mal, wie ist dann das Lachen? Dann ist das so. So, ne? Das ist kein echtes Lachen. Aber wenn du einen Witz erzählst, dann kriegst du ein echtes Lachen, eine echte Emotion und dann auf den Auslöser drücken. Und so machen wir das jetzt weiter. Ja, wir sind noch lange nicht fertig. Je später der Abend, desto ausgelassener die Stimmung. Am nächsten Morgen schlafe ich erstmal aus. Und dann geht's zum Hafen. Thorsten hat mich auf seine Barkasse eingeladen. Mit ihm gehe ich auf Motivsuche. Ahoi, Kapitän! Hallo! Hallo, Ben! Hallo, grüß dich. Dann mal willkommen an Bord. Dankeschön. Wer ist das Boot? Tanja. Tanja. Die gute alte Tanja. Eigentlich fährt Thorsten auf seiner Tanja Touristen über die Elbe. Für mich macht er eine Ausnahme. Er kennt jeden Winkel im Hafen. Auch die, an die man als Tourist nicht hinkommt. Rund 10.000 Schiffe laufen hier im Jahr ein. Hinter mir ist jetzt die Elbphilharmonie. Haben sie jetzt ja fertiggestellt. Berlin hat es noch nicht geschafft. Vielleicht sollten da mal ein paar Hamburger hinkommen und beim Flughafen helfen. Wahnsinn, wie groß der Hafen ist. Wie gut, dass ich einen alten Seebär an meiner Seite habe. Ja, sag mal, wie lange fährst du schon zur See? Um zur See eigentlich von Kindesbeinen an. Ich bin auf einer Insel groß geworden und habe ja eigentlich Seefahrt gelernt, Matrose. Und seitdem, jetzt bin ich 52, wie viel sind das? 30 Jahre auf dem Wasser. Aber ich habe Matrose zur See gefahren und jetzt im Hafen bin ich hier. Ja, Kapitän sagen wir ja nicht, wir sagen ja Schipper. Schipper? Schipper, wir sind Schipper hier. Ne, aber ja, wie gesagt, aber auf dem Wasser schon seit mein Leben lang. Es ist immer anders, es ist jeder Tag anders. Ich mache das seit 20 Jahren hier im Hafen und ich kriege nicht genug davon. Was ist deine Lieblingsstelle hier im Hafen? Gibt es da sowas? Hier auf der Tanja. Das ist mein Lieblingsplatz. Hier auf der Brücke, auf der Tanja rumschippern. Ein bisschen cruisen. Wir fahren unter der Köhlbrandbrücke hindurch, einem weiteren Wahrzeichen Hamburgs. Und jetzt weiß ich, warum der Hafen Tor zur Welt genannt wird. In 160 Länder führen die Schiffsrouten. Und die Schiffe selbst erscheinen so groß wie Hochhäuser. Ich bin jetzt hier ungefähr 20 Meter nur entfernt. Und selbst im Weitwinkel, 16 mm habe ich hier, Vollformat. Ich muss hier gucken, dass ich hier zurechtkomme. Kriege ich das gerade so drauf. Mit diesen Kränen noch mit dazu. Das sieht echt cool aus. Da sieht man jetzt, wie die Container abgeladen werden. Ha, das ist schon spektakulär. Und da ist das andere Teil. 17.000 Container passen auf dieses Schiff darauf. 17.000. Ein kleiner Container, meinte er. 20 Tonnen. Das heißt, 17.000 mal 20 Tonnen sind auf diesem Schiff drauf. Wie kann dieses Schiff überhaupt schwimmen? Kasten. Das war echt beeindruckend. Der Hafen vom Wasser aus hat mir schon gut gefallen. Und jetzt suche ich eine Stelle an Land.
abseits der Touristenströme. Das ist ja dieses so ein Halt, ne? Die ganzen Kräne stehen unter Denkmalschutz und ja, so. Das ist eine coole Kulisse. Die alten, ja, das ist total eine coole Kulisse. Kommt man da hin? So normal, ja. Ja, so, ja. Ne? Da hinten rum haben wir ein Hafenmuseum. Ja. Da fahren wir auch gleich so ein bisschen rum. Ja, cool. Vom Anleger gehe ich zu Fuß weiter. Mein letzter Abend in Hamburg. Das Wetter ist perfekt und die Sonne geht bald unter. Auf dieser Seite des Hafens stehen viele alte Kräne. Ein paar hundert Meter entlang der Stahlkolosse finde ich meinen Platz für heute. Ich habe mich für hier entschieden, weil ich hier die Sicht eigentlich ganz schön finde. Ich habe hier dieses riesige Schiff, ich habe links die Elbphilharmonie und ich habe hier die Kräne auf der rechten Seite. Das heißt, so vom Bildaufbau eigentlich sehr schön. Auch das Wasser hier vorne ist direkt da. Das heißt, später hoffentlich mit Lichtern dann so ein bisschen Spiegelung. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob die Lichter angehen, denn ich war hier noch nicht bei Nacht. Und das ist immer so eine kleine Herausforderung, wenn man Plätze fotografiert, wo man noch nie war. Das heißt, ein bisschen pokern jetzt. Das muss ich erstmal ein bisschen warten, bis die Sonne dann untergegangen ist. Sie spiegelt sich gerade sehr, sehr schön auf diesem Schiff da. Das heißt, erstmal aufbauen, einen kleinen Winkel suchen und dann schauen, ob das später was wird. Oder ob die ganze Arbeit umsonst war. Aber umsonst ist es ja nie. Viele fragen mich immer wieder, wie findet man eigentlich die passende Location zum Fotografieren? Und ich achte da auf verschiedene Sachen. Zum einen achte ich auf den Sonnenstand. Das heißt, ich gucke, wo geht die Sonne unter, wo geht die Sonne auf, was möchte ich überhaupt fotografieren? Das heißt, ich stelle mir vorher schon vor, wie soll das Bild aussehen? Hier zum Beispiel habe ich mir jetzt vorgestellt, ich hätte gerne Kräne mit dem Hafen so ein bisschen, mit ein bisschen Wasser. Am besten in einer guten Lichtstimmung, im Optimalfall so blaue Stunde mit ein paar Lichtern an und so. Also eine schöne Atmosphäre. Das ist so das Bild, das ich mir vorstelle. Und dann klappere ich tatsächlich verschiedene Locations ab. Gucken wir das an. Ist das hier gegeben? Komme ich nah an Kräne zum Beispiel ran? Wie blicke ich an die Kräne? Ist das gut, wenn Kräne hinter mir sind oder ist es gut, wenn ich auf Kräne blicke? Hier zum Beispiel bin ich sehr nah am Wasser dran, was später dann vorteilhaft ist, wenn ich eine Langzeitbelichtung machen möchte. Sonst hat man oft das Problem, da liegen Schiffe, da sind Stege, das bewegt sich vielleicht auch. Auch das ist für eine Langzeitbelichtung nicht so gut geeignet. Das sind dann am Ende alles Erfahrungswerte, die man braucht. Man muss Fehler erstmal machen, damit man die vermeidet in der Zukunft. Aber eigentlich das Einfachste ist, sich vorstellen, wie soll das Bild aussehen und dann einfach danach suchen. Mutter Natur zeigt sich mal wieder von ihrer schönsten Seite und taucht den Hafen in ein magisches Licht. Der Frachter leuchtet durch die untergehende Sonne in den verschiedensten Farben und mit einem Teleobjektiv komme ich besonders nah ran. Und dann mache ich die finale Langzeitbelichtung. Ja, das sieht doch schon klasse aus. Die Lichter sind jetzt im Hintergrund angegangen und ich habe einigermaßen richtig spekuliert. Die Kräne sind nicht ganz beleuchtet, aber die Laternen strahlen auf das Wasser. Das reflektiert sich schön. Das Boot hat seine Lampen jetzt angemacht und natürlich hinten die Skyline Hamburgs ist auch schön illuminiert. Und das sieht im Foto natürlich klasse aus. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Vordergrund hier vorne gesucht. So diese Poller, wo die Seile rangemacht werden von den Booten. Und das ist so ein bisschen mein Bildaufbau jetzt. Links so die Poller, rechts das Boot. Wolken sind am Himmel noch aufgezogen. Hat sich also gelohnt, hier zu warten. Immer wieder, sage ich ja. Mein letztes Foto. Ein Stückchen Ruhe im sonst so pulsierenden Herzen Hamburgs. Meine Reise durch Hamburg endet hier am Hafen und Hamburg schläft echt nie. Sei es hier, wo rund um die Uhr Container verladen werden oder im Kupferwerk, wo 24 Stunden Kupfer gegossen wird oder auch auf dem Kiez, wo immer was los ist. Und ich mache jetzt auch los. Meine Reise durch Hamburg ist zwar zu Ende, aber das Abenteuer ist noch lange nicht.